Hi Leute, in diesem Video möchte ich euch das App zeigen, Camera Wallpaper. Das funktioniert mit jedem iPhone und mit dem iPod Touch 4, da der eine Kamera hat. Das App kostet normalerweise was. Ihr bekommt es über die Insanely Eye Repo, also der Insanely Eye Quelle, umsonst. Kann ich euch mal zeigen, wie die heißt, was ihr da eingeben müsst. Repo. insanelyeye.com. Link ist auch nochmal, oder der Name ist auch nochmal in der Beschreibung. Dort findet ihr halt Camera Wallpaper hier. Einfach installieren. Wenn ihr es dann installiert habt, in den Einstellungen findet ihr einen neuen Punkt Camera Wallpaper. Da habt ihr dann verschiedene Optionen. Zum ersten Autostart, ob die Kamera gleich angemacht werden soll oder ausbleiben soll. Hier könnt ihr einstellen, was ihr machen müsst, um das zu aktivieren. Und hier könnt ihr auswählen beim iPhone 4 und beim iPod Touch 4, ob zuerst die Rückkamera oder mit der Frontkamera gestartet werden soll. Hier könnt ihr dann noch auswählen, wenn ihr ein Foto macht, ob es den Sound abspielen soll, der Bildschirm aufleuchten soll und ob eine Meldung kommen soll, ob das Foto gespeichert wurde. Hier könnt ihr euch dann die Sichtbarkeit des Videos einstellen und der Icons. Ich lasse die Icons auf voll. Ich finde, es sieht besser aus. Und hier könnt ihr einstellen, nach wie vielen Sekunden das Programm automatisch ausmacht, damit ihr Batterie sparen könnt. Ich zeige euch jetzt, wie standardmäßig ist aktiviert, Statusbar drücken und halten. Dann kriegt ihr hier dieses Menü. Da könnt ihr als erstes hier die Kamera natürlich anschalten hier. Ihr könnt hier zwischen Rück- und Frontkamera wechseln, wenn ihr iPhone 4 oder iPod Touch 4 habt. Hier könnt ihr das Bild pausieren, also dass es sich nicht mehr bewegt. Hier könnt ihr ein Foto machen. Dann kommt auch die Meldung, dass es erfolgreich gespeichert wurde. Und hier könnt ihr das Licht hinten anmachen beim iPhone 4. Sehr hell. Und hier kommt ihr aus dem Ding raus, aus dem Menü. Und ihr habt eure Kamera, oder das, was eure Kamera sieht, als Hintergrundbild. Sehr cooles Feature, um es euren Freunden zu zeigen. Oder einfach mal so, wenn ihr in der Stadt rumläuft. Ist ganz cool. Und wie ihr vorhin gesehen habt in den Einstellungen, nach 60 Sekunden schaltet sich automatisch ab. Wenn es in den letzten 5 Sekunden ist, kommt halt da oben dann eine Meldung, wenn ihr nichts macht. Und dann schaltet sich die Kamera automatisch auf Pause oder Standbild, damit es euren Akku spart. Hier seht ihr es jetzt. 5, 4, 3, 2, 1. Und mein Bild ist eingefroren. Das spart halt Akku. Und wenn ihr dann irgendwas macht, aktiviert die Kamera wieder und ihr könnt eure Kamera als Hintergrundbild haben. Ihr könnt es natürlich wieder ausmachen, Exit, und dann seid ihr wieder ganz normal auf dem Homescreen mit eurem Hintergrundbild. Ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein mit dem Video. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.